Und dann koche ich das. Die werde ich jetzt einmal hier wässern und dann gucke ich einfach mal, ob die schon mal so ein bisschen ankeimen dann bis morgen. Mal schauen. Man kann die auch in Kamillentee einweichen, habe ich gesehen. Ja. Schauen wir. Funktioniert es, ne? Einmal waschen und dann kann man das machen. Genau. Hä? Oh nee, jetzt habe ich den ganzen Rest da wieder reingemacht, ne? Ich Idiot, ich bin echt blöd, ne? Ich dachte, das wären jetzt so Bohnenreste. Ich habe die. Ach, ich egal, ich bin echt bescheuert. Ich habe die ganzen Schnippel, die ich vorher abgeknippelt habe, da jetzt wieder mit reingemacht, ne? Kopf ist halt nicht da, was soll's. Lass ich die Reste halt auch mit. So, und dann wird das Ganze einmal angebraten hier. Mit Zwiebel und allem. Ja, der Topf müsste reichen. So. Bisschen Öl. Kühlschrank auch schon angefangen zu keimen, die ich nicht benutzt habe. Schon ein bisschen angebummelt hier, angeschimmelt an der Seite. Thank you.
Soße. Das brate ich jetzt einmal an. Kartoffel schneide ich auch schon mal. Eine Kartoffel vielleicht. Tomatenmark kommt auch immer raus. Wo habe ich das hin? Hier. Beziehungsweise Paprikamark. Tomatenmark habe ich ja gar nicht. Warum gehst du immer wieder aus? Ja. So. Scheibenkleister, das hat Schimmel angesetzt. Oh nein, guckt. Ich hatte ja extra Öl drauf gemacht, damit es nicht schimmelt. Leider hat es doch geschimmelt. Das heißt, das benutze ich nicht mehr. Muss weg. Ja, dann muss ich ein bisschen Ketchup nehmen, egal. Ja, mit einer Person, ne, verbrauchst du halt nicht so viel. Das ist schon mal ärgerlich. So alt ist das noch gar nicht. So lange habe ich den noch gar nicht. Doch einen Monat oder so. Nämlich Ketchup war ein bisschen rot, muss es schon sein. Das schmeckt natürlich nicht so gut, aber kann man dann leider nicht ändern. Ne? Blasig andünsten. Ich koche schon mal Wasser ab. Da liegt so süß. Ja. So. Brate ich den Ketchup ein bisschen an. Normalerweise dann natürlich das Tomatenmark bzw. Paprikamark. Das lasse ich auch anbraten und dann fülle ich das mit Wasser auf. So, Deckel.
einmal richtig schön kräftig anbraten, damit das würzt. Ein bisschen wenig Ketchup reingemacht, sehe ich gerade. Ein bisschen mehr wäre, glaube ich, nicht schlecht. So richtig anbraten tut das wahrscheinlich sowieso nicht bei meinem schwachen Ofen hier. Dann haben wir das auch. Wetter ist echt ein wenig wünschenswert. Sieht so aus, als wollte es regnen. Und wenn es das tut, muss ich meine Wäsche unbedingt einsammeln. Das wäre jetzt echt gar nicht gut, wenn es regnet. Ich merke das nicht. Nö. Ich habe mal meine Bettwäsche draußen. Nee. Ja. Wasser kocht, kann ich dann auch gleich reintun. Ich kann auch mal ein bisschen hier die Eierschalen einweichen. So. Genau. Ja, dann müssen wir warten, bis das hier zur Potte kommt da. Mal gucken, das wird immer dunkler draußen, Leute. Immer dunkler. So, einmal umrühren hier. Und dann können wir das fast schon mit Wasser auffüllen. Noch ein bisschen und dann mache ich das Wasser dazu. Egal, ich darf nur den Zeitpunkt nicht verpassen, wenn es anfängt zu regnen. Und die will ich eigentlich auch alle, die stelle ich mal unter den Stuhl oben, die Pflanzen da. Dann sind sie ein bisschen geschützter. Und genau, ich will die nicht mehr hier auf den Tisch stellen. Ich will das jetzt hier ordentlich haben. So, wie es vorher war. Tischdecke wieder drauf tun, den einen Stuhl. Ich dann auch wieder her und dann sieht das wieder schick hier aus. Ja, ja. Heute ist Depri-Wetter, Depri. Nichts los. Ich habe auch nichts Besonderes unternommen heute. Nicht rausgegangen, gar nichts. So, mit das Wasser da rein tun jetzt. Und dann schauen wir mal. Nicht so viel, ich mag es nicht so wässrig. Und dann mache ich auch schon mal Salz rein, wenn ich das dann finde. Macht man normalerweise nicht rein, machen die Türken nicht rein, aber ich mache das gerne. Und jetzt darf das köcheln, bis die Bohnen und bis die Kartoffeln fertig sind. Ist noch ein bisschen länger anbraten können, aber der dauert ja ewig hier mit meinem Ofen. So. Das ist halt juckt in der Nase. Gehen wir nochmal nach oben und gucken, was da so Sache ist. Und dann müsst ihr auch, glaube ich, an meinen Akku. Aber wenn ich mich da nicht ganz irre, ist der schon wieder in den letzten Zügen. Ich muss immer zweimal aufladen, ne? Am Tag. Also ich lade nachts auf bis zum Erbrechen. Und dann muss ich gegen Nachmittag nochmal laden. Also ich muss zweimal meinen Akku voll machen. Ich arbeite auch den ganzen Tag dran. Ne? Also ist ja nicht genäht. Habe ich meine Bettwäsche auch noch nicht. Was ist denn da für ein komisches Viech an meiner Bettdecke? Kein Viech.
ein roter Faden, aber die ist schon gut trocken, also die nicht. Katze sitzt auf meinem Hühnerstall. Das ist jetzt aber die andere Katze. Das ist, glaube ich, nicht die, die kleine. Oh, die Hühner haben meine Stimme gehört. Oh nein, die sind hier schon auf dem Weg. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Müssen wir ruhig sein, die haben meine Stimme gehört. Da sind sie schon an. Da kommt die schon dahin. Es regnet. Scheibenkleister. Nicht, dass die darüber fliegen. Ich muss das abmachen. Es regnet. Da, Katzi, guck mal da. Was ist die denn da? Nicht mein Eier essen. Hä? Die war doch eben hier hinten, die Hühner. Ich habe es angehört, als wären da auch Hühner. Ich hoffe ja immer noch, dass mein Gärtner Hühner holt, ne? Und dahin bringt die Tür. Ist die zu? Ist die Tür zu? Leute, es sieht so aus, als sei die Tür zu von dem Hühnerstall. Hat der Gärtner Hühner gebracht? Oh la la. Guck mal, die Tür ist, glaube ich, zu. Und da müssen wir eben jetzt mal gucken. Sieht so aus, als sei die Tür zu. Schön wäre es, ne? Aber ich bin ja immer noch skeptisch. Wenn die Tür zu ist, dann heißt das, dass er Hühner geholt hat. Ich sehe es nicht. Nee, sieht aus, als sei die offen, ne? Oder? I don't know, wir gucken mal. Wir gucken mal. Irgendwo sah das so aus, als sei die Tür zu. Wir müssen aber ruhig sein, weil sonst hören die Hühner mich und dann fliegen die nachher wieder hier rüber. Und dann muss ich sie wieder einfangen, da habe ich gar keinen Bock zu. So. Hier mache ich mal weniger an, damit das nicht brennt. Ich bin sehr vergesslich, was sowas anbelangt. Und dann gehen wir mal gucken. Das wäre schön, wenn ich jetzt hier ein paar Hühner hätte. Neue frische Hühner. Nee, wenn ich da rausgehe, dann denken die Hühner echt, ich bin wieder. Dann müssen wir die andere Tür mal machen. Komm, die kennen die Hühner noch nicht. Die sind aber jetzt leise im Garten. Inshallah, bismillah, sind neue Hühner da. Ich habe da so ein Geräusch gehört eben. Ich krieg die nicht auf so. Die Tür ist ja kaputt. Die Tür ist zu. Warum das denn? Die Tür ist zu. Deswegen sitzt Katze vielleicht noch drauf. Guck. Die Tür ist zu. Ja, der Gärtner hat da neue Hühner reingemacht, bestimmt. Guck mal, da sind Krot. Oh mein Gott, guck mal, er hat Hühner geholt, dieses Band. Oh schön, er hat neue Hühner geholt. Guck mal, da waren die Hühner dran gebunden. Oh, da müssen wir jetzt gucken gehen. Oh, wie schön. Juhu, neue Hühner. Juhu, deswegen sitzt Katzi da auch immer drauf.
Wo ist das schön? Können wir was sehen? Was für Hühner hat er denn? Kampfhühner oder normale Hühner? Das ist ja toll. Er hat ihnen auch Wasser gegeben. Guck mal, das Wassernapf ist weg. Da sind Hühner drin. Da gehen wir gleich mal gucken. Gleich mal gucken. Oh, Mann. Machen Sie. Ja, schön. Juhu. Wieso habe ich denn... Oh Gott. Der hat neue Hühner geholt. Juhu. Da müssen wir jetzt gucken, Leute. Da gucken wir jetzt gleich mal. Ich habe neue Hühner. Wie schön. Ja, die müssen jetzt wieder ein paar Tage da drin bleiben, weil die sonst abhauen natürlich. Vielleicht hat er wieder die Flughühner geholt. I don't know. Oh, ich kann ja nicht mehr, ne? Ich muss unbedingt gucken jetzt, aber es ist noch zu früh, um die Hühner zu füttern. Es ist noch nicht mal 4:30. Ach, ist das schön. Juhu. Neue Hühner. Das ist doch mal klasse, ne? Ne, wir müssen jetzt aber abwarten. Ich muss jetzt gleich mein Gebet machen. Und wieso haben die Hunde denn nicht angeschlagen? Das ist ja sehr eigenartig. Haben wir neue Hühner. Toll. Tja, der Gärtner Hühner geholt. Das ist aber echt nett. Dankeschön, lieber Gärtner. Da freue ich mich. Mal gucken, ob das Kampfhühner sind oder normale Hühner. Er hat ja gesagt, er will normale Hühner holen. Ja. Na, siehst du? Das ist doch mal schön. Aber ich halte das jetzt nicht mehr aus. Ich will unbedingt gucken, aber dann muss ich meine Hundeklamotten anziehen. Und das will ich jetzt nicht. Komm, wir gucken oben noch mal. Ist das nicht schön? Wegen sitzt Katzina auch drauf, weil da Hühner drin sind. Ah ja, es regnet, ne? Ich muss die Wäsche abhängen. Guck mal, die Zitronen, die dicken, fetten Dinger da, Maschallah. Richtig fett. Oh, ist das schön. Das ist ja richtig schön. Toll. Jetzt muss ich noch mal so ein Ding wieder hinstellen. So ein Wassergedöns-Ding. Topf. Für meine Hühner. Ja, aber wir sehen jetzt hier nichts. Wie viel da wohl drin sind. Er hatte zwei Bänder da liegen. Wo sind meine Hühner? Die sind hier jetzt auch nicht. Ich sehe sie nicht mehr. Da habe ich ja jetzt gar nicht mehr mit gerechnet. Na, toll. Ja, jetzt müssen wir erstmal die Wäsche abhängen, weil es regnet. So nieselt so, ne? Ist das denn trocken? Ist so feucht noch alles? Oh nee, ich warte noch, ist das noch feucht? Ich kann das schon mal... Ist nicht so feucht alles. Das Bettdecke ist aber, glaube ich, schon gut. Kann ich abmachen. Bettdecke ist gut. Die kam ab.
Außen ist auch gut. Das sieht man auch ab. Das ist auch bestimmt fertig hier. Ja. Das ist noch so ein bisschen feucht hier alles. Die Wäsche, die ich vorhin dran gemacht habe, die ist noch feucht. Ich bin richtig aufgeregt wegen den Hühnern. Wie viel sind da wohl drin? Also er wollte ja so 5, 6, 7 bringen. Bin mal gespannt. Das ist... Naja, also... Noch so ein bisschen feucht, ne? Ein bisschen ist das noch. Könnte schon noch mal hängen bleiben hier. Meine Hühner sind da auch. Da sind sie da. 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 Sitzen hier an der Tür. Da, guck. Die denken sich auch, Mensch, das kriegen wir hier wieder Besuch. Ist ja nicht so toll. Konkurrenz. Oh, das. Was ist das denn? Candy, Katze. Ich dachte gerade, das wäre noch ein Huhn. Das ist Katzi. Du jagst doch nicht meine Hühner, oder? Gib bitte dem Sandy. Hey, es regnet, ich muss die Wäsche abhängen. Es regnet und hier schimmelt eine Erdbeere. Und die Ameisen sind da alle am Werke. Mein Knoblauch. Die Hühner. So süß. Mashallah. Oh, ich freue mich. Bin echt gespannt, wie viele da drin sind. Er hat ja gesagt, er will auch einen Hahn holen. Ne? Dann wird das sicher normale Hühner sein. Wir müssen das abmachen, es regnet. Hat keinen Zweck. Ist aber noch ein bisschen feucht, das war noch, ne? Ist noch nicht trocken, ich denke leider. Müssen wir unten noch mal hinhängen jetzt. Ich muss auch noch mal nach dem Essen gucken. Alles andere ist nicht so wichtig. Es nieselt nur noch. Es ist nicht so viel, ne? Könnte ja auch wieder aufhören. Soll ich sie noch mal hängen lassen? Es nieselt. Ich lasse es noch mal hängen. Schnell alles aufessen, bevor die anderen essen.
vom Hut hauen wir ab, denken die sich bestimmt. Gut. Das jetzt noch mal hängen lassen, weil es echt noch ein bisschen feucht, ne? So ein bisschen noch und dann wäre das ja auch in Ordnung. So eine 2 Stunden noch mal durchwedeln, dann ist das trocken. Muss man halt aufpassen. Ich hab neue Hühner. Das ist nicht schön. Ich bin richtig gespannt, wie viel und was für eine Rasse. So, Essen kocht. Gut. Das muss auch noch so bleiben. Hunde, die haben langsam sind sie am Erwachen. Die denken sich auch, hier ist voll aufregend alles. Die haben gar nicht angeschlagen. Oder ich habe es nicht mitgekriegt. Was zum Gebet ruft, ist noch ein bisschen Zeit. Hat ja noch nicht. Werde ich noch mal eben die Wäsche hier einmal schon mal einsammeln bzw. einsortieren. Dann haben wir hier wieder freie Bahn für die neuen Wäschemassen. Eieiei. Das mache ich gleich auf den Boden wieder. Das muss ich nähen. Strümpfe. Das kommt wieder in die Küche. Für den Auslaufschutz da. Die Handtücher alle ins Badezimmer. Jetzt mal wieder aus. Oh, ich muss niesen. Ich habe in letzter Zeit wieder mit meiner Allergie zu kämpfen. Ne? Oh, das ist ein Graus. Die Hühner. Die kackern hinter mir her. Die sind am Zaun und kackern hinter mir her. Es ist auch schon relativ spät, es ist 5:30. So um 6 fütter ich meistens. Ich will noch mal schnell zu Beam. Ich hoffe so, dass es nicht regnet. Sonst ist alles nass. Naja, ich sag's euch. Also, jetzt steigt bei mir schon wieder der Stresspegel. Und ich habe Angst, dass ich den Hühnern nicht genug zu essen gebe oder so, egal wie viel da drin sind. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Brot kaufen, weil ich habe keine Ahnung. Die müssen ja den ganzen Tag auch was zu essen haben im Stall. Und die müssen sicherlich jetzt erstmal im Stall drin bleiben. Deswegen habe ich überhaupt gar kein Brot, das ich denen geben könnte. Deswegen kaufe ich ein bisschen Brot. Habe ich mir gedacht, gehe noch mal eben zu ihnen. In der Hoffnung, dass es nicht regnet. Mir ist ein bisschen übel von den Kopfschmerzen, die ich immer noch habe. Die Bohnen habe ich ausgemacht. Ich habe wirklich null Hunger drauf. Ne?
Mir ist halt ein bisschen schlecht. Vielleicht ändert sich das nachher noch. Ach, Leute. Ja. Genau. Und deswegen dachte ich, gehe eben noch mal ein bisschen zu Bin. Ein bisschen Schokolade hole ich mir auch noch. Alles aufgekissen. Ich darf noch bis nach dem Fasten, inshallah. Und dann ist Schluss und lustig. Am meisten will ich es ja natürlich. So. Gut. Ich ist auch so schwülwarm, ne? Das ist echt eine komische Luft. Wirklich richtig komisch. Ich bin jetzt gleich bei Bim. Ich bin einmal den Berg hochgegangen und hatte da aufgenommen, aber ich habe das jetzt wieder gelöscht. Ich werde das nicht senden. Und dann habe ich nochmal den Berg runter aufgenommen, wie ich den Berg wieder runtergehe. Ja, genau. Möchte ich auch nicht drüber reden. Und insofern, egal. Ach, egal, Tuch drüber. Genau, jetzt jedenfalls werde ich einmal gehen, zwei Brote holen, habe ich mir gedacht. Ich guck mal. Und dann muss ich auch irgendwie noch so eine Trinkschale für die Hühner organisieren. Mal gucken, ob ich da irgendwie was hole. Und dann ist es auch schon wieder Zeit, die Hunde zu shorten. Und dann gucken wir uns die Hühner an, wie viele da Hühner wohl drin sind. Mal schauen, das ist ein ganz schöner Radau da gewesen in dem Stall drin. Bin gespannt. Bim einmal rein. Auf. Die waren ja gestern zu. Ganz Sonnencremes, guck mal. Gut, ist auch nicht mehr viel da. Dann nehme ich mal was mit. Ich habe nur eins mitgenommen, das Brot gefällt mir nicht. Sollte auch reichen. Meine kriegen heute noch mal Nudeln und die im Stall, den gebe ich dann das Brot. Dann will ich noch mal gucken nach einer. Na, hier ist aber nicht wirklich was. Was ist das denn? Sieht aus wie Kamille. Künstlich wahrscheinlich. Für meine Bohnen bräuchte ich unbedingt noch was. Das ist aber nicht tief genug. Ich nehme das aus dem Garten. Genau. Meine Milch kann ich noch mal mitnehmen, wenn ich schon mal. Ui, das ist auch süß, aber ja. Zu klobig. Wenn man das hinstellen in die Küche oder in den Waschraum bei mir im Badezimmer, passt das nicht von der Farbe her. Genau, nehme mir eine Milch noch mal mit. Nicht. So, und dann
Schrank, den hätte ich mitgenommen, aber es ist halt zu schwer. Wie soll ich den hochschleppen? Egal. Und dann nehme ich nochmal das nochmal einmal mit. Frischkäse habe ich ja, aber es ist mehr penisch. Soll ich den mal probieren? Ich schaffe das immer alles nicht zu essen, ne? Das ist immer das Problem. Ich glaube, ich nehme nicht und esse lieber meine Eier. Muss ich nur einmal Frischkäse mitnehmen. Aber genau, das war's. Mehr brauche ich nicht. So, bin wieder draußen und habe bezahlt 256 und ich hatte kein Geld mehr. Das heißt, ich musste mit Karte zahlen. Muss man morgen inshallah mal wieder tauschen. Ne? Deswegen habe ich auch Kopfschmerzen. Ich hätte mal überlegt, ob ich vielleicht hier so ein Stück abmache von der Blume. Die ist nämlich richtig schön. Einfach nur so ein Stück abschneide hier von der hier. Ich glaube, das wäre nicht schlimm, oder? Wenn man da so ein Stück abmacht. Aber ich weiß nicht, die ist richtig schön. Ich liebe diese Blume. Ja, egal. Machen wir nicht. Bin nicht sicher, ob das Haram ist, weil gehört vielleicht den Leuten hier. Lieber nicht. Genau, also ich werde jetzt nach Hause gehen und mich umziehen. Es müsste so 6 Uhr sein, dann fütter ich die Hühner. Guck mal, was wir da an neuen Errungenschaften im Stall haben. Inshallah. Und dann die Hunde dran, inshallah, und dann ist es auch wieder soweit. Ich habe mir überlegt, die Bohnen mit Knoblauch zu essen. Also man macht sich dann, wäre ganz gut, wenn ich nochmal hier gucke, ob die nicht besseres Brot haben, weil dafür bräuchte man schon so ein Fladenbrot. Das würde richtig gut schmecken. Gehen wir mal eben zur 101. Gucke ich mal, ob die das Fladenbrot haben. Dieses Jufka-Brot, ne? Das ist, glaube ich, dann, das schmeckt gut mit Knoblauch und so mit Bohnen. Und gucken wir mal. Ja, alles gut. Nein, nichts mit. Die haben auch kein Brot mehr. Ja, das kommt, weil die gestern zu hatten. Ne? Deswegen. Was haben die denn Neues? Können wir bei der Gelegenheit auch noch mal gucken. Nichts. Gut. Das schmeckt nämlich mit diesem Brot dann gut. Wieder 18.10 Uhr, ne? Wahnsinn. Also ich habe so einen Topf mitgebracht. Ich habe nur so einen kleinen gefunden, aber mal gucken, ob ich noch irgendwas anderes finde. Dieses Jufka-Brot habe ich geholt für, ich zeige euch nachher, wie das funktioniert, eine Milch, ein Brot für die Hühner, falls Bedarf besteht. Ich gucke gleich mal einmal diese Creme nochmal für die Kuchen und das würde ich gerne dann nachher essen. Labneh, also Frischkäse. Ich habe nochmal diesen Scheibenkäse mitgenommen, diesen Burgerkäse,
Apfelessig habe ich endlich mal dran gedacht. Und die Schokolade habe ich noch mal gefunden. Die vorletzte Packung. So, das war's. Ausgegeben habe ich insgesamt ungefähr 300 Teller. Oder 280. Also zuerst 256 und plus diesen Teller da noch, auch noch mal 16 Teller hat diese Schüssel gekostet. Also 270. Aha. Dem Brot, das hat 30 gekostet, dieses Fladenbrot. Also ungefähr um die 300 habe ich ausgegeben für alles. So, jetzt ziehe ich mich ganz schnell um. Oh, der guckt was wieder an. Und jetzt gehen wir einmal hin. Ich habe schon geluschert. Ich habe euch nämlich vergessen mitzunehmen. Und dann zeige ich euch, was Sache ist. Also, ich habe schon mal Brot und Wasser. Und dann könnt ihr auch mal gucken jetzt. So. Nee. Euch versorge ich gleich. So. Nee, komm. Komm. Kommt mit, kommt. Ihr habt ja nur schon. Komm. Nicht da raus. Komm. Hallo. Ja, ihr hattet doch nur schon alles. Komm. Kommt. Ihr habt schon euer Essen gekriegt eben. Ja, also. Folgendes. Ich zeig euch gleich, was hier los ist. Ein bisschen Brot, Brot. Hier, komm, ihr könnt auch ein bisschen Brot essen. Da. So. Ja. Also, einmal hier ganz vorsichtig alles wegnehmen. Den könnt ihr einmal die Hühner betrachten. Also, da, das sind sie. Zwei ganz große, zwei große, dicke, fette Hühner. Das eine ist da. Ne? Und das andere ist hier auch irgendwo. Also, keine Ahnung, wo es ist, in der Ecke wahrscheinlich. Die haben ihr Wasser ausgekippt. Und die eine lässt das andere nicht essen. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Die isst alles und die andere darf nicht. Ich weiß nicht, in welche Ecke sie sich verkrochen hat. Da müssen wir dann noch mal gucken. Hier. Da ist das andere Huhn. Das sitzt hier oben und darf nicht essen, weil die andere es nicht lässt. Das ist natürlich nicht so gut. Hoffentlich ändert sich das. Wird schon, ne? Ja, kriegt er schon hin. Die beißt das weg. Naja, gut. So sieht's aus. Ja, das war's. Und da haben sie ein Ei gelegt für mich, was sehr, sehr nett ist. Eigentlich müsste ich das jetzt da liegen lassen, damit sie immer wissen, dass sie hier ihre Eier legen müssen. Soll ich das jetzt auch mal da liegen lassen? I don't know. Ich weiß auch nicht, soll ich es da liegen lassen oder soll ich es mitnehmen? Ich habe auch keine Ahnung. Ich lasse das jetzt mal da liegen. Mal gucken. Dann auf der Seite ist ja kein Ei, ne? Nö. Da ist heute keins. Okay. Na gut, dann gehe ich mal wieder. Mal gucken, ob jetzt das andere Huhn auch essen darf. Nee, nur die eine ist. Die andere sitzt da oben. Na, die kriegen das schon hin. Inshallah. So, genug Hühnerkram hier. Katzen sind da hinten wieder am Werk. Spielen da wieder auf dem Haufen. Ne? Spielt ihr da wieder? Ja. So. Ja, das sieht aber aus, als seien das zwei Hühner und keine Hähne. Das sind wohl auch zwei Hühner. Ne? Mm-hmm.
Na gut. So. Kommt ihr doch nicht raus, ne? So. Ja, Pascha. Ja. Also, die sind da zwar drin, aber ich glaube schon, dass die sich ab und zu zoffen. Da hört man ab und zu mal so ein Geräusch. Meine Hühner das so toll finden, weiß ich auch nicht. Ich habe auch Befürchtung, dass die Kampfhühner die wahrscheinlich irgendwie bekämpfen werden oder so. Na, gucken wir mal. Ich möchte jetzt meine Knoblauchsoße machen. Brauche dafür Joghurt. Ich habe gar nicht mehr so viel, wie ich gerade entdecken muss. Und nehme noch mal Knoblauch. Und mehr brauche ich eigentlich auch nicht. So, und dann würde ich sagen, wir gehen das mal an hier. Ja, so viel bräuchte ich auch eigentlich. Das heißt, ich werde den ganzen Joghurt jetzt verknoblauchen. Weil das kann ich auch nicht alles aufessen, dann kann ich das morgen auch noch benutzen. Ich schau mal. Wenn ich es nicht aufesse. Ja, also das gelbe Huhn, das gelbe Kampfhuhn hat sich jetzt auf den Hühnerstall gesetzt und weiß nicht so recht, wo es jetzt sein Ei legen soll. Das ist ihm alles ein bisschen unheimlich da, glaube ich, gerade. Unter dieses schwarze Ding will sie nicht so gern gehen, glaube ich. Irgendwie ist ihr das alles da jetzt zu unruhig. Hoffentlich. Ich habe ja extra das Ei liegen lassen. Heute war nur ein Ei da. Wieder. Und deswegen vermute ich, dass das Braune gelegt hat und dieses Helle eben nicht. Und dass das Helle jetzt machen möchte. Ich habe ein Ei liegen lassen, damit sie sich da orientieren können wieder. Ja, mal schauen. Also. Ich weiß nicht, also das sieht sehr danach aus, als würden die sich bekämpfen mit dem Stall da drin. Das, ja, ich weiß auch nicht, wie lange soll ich die da drin lassen? Ich würde sie ja ein bisschen rauslassen. Keine Ahnung, aber warum man sie da wieder reingemacht hat. Die können ja nicht so gut fliegen, also ich hätte die draußen gelassen. Vielleicht, weil die sich mit den Kampfhühnern nicht gut verstehen. Das kann sein. Das wird auch nochmal ein Akt werden, ne? Wie kommen die miteinander klar? Bismillah. So, jetzt machen wir aber Folgendes. Jetzt werde ich mir das Essen auf den Teller tun. Das muss ich, glaube ich, nochmal warm machen. Das ist nämlich kalt geworden. Ich weiß, ich habe gar nicht geguckt, ob das überhaupt gar ist. Ich habe einfach ausgemacht. Ja, das schmeckt richtig lecker. Ich habe auch wieder Hunger, Alhamdulillah. Ich mache es nicht warm. Es ist, glaube ich, warm genug.
Und dann macht man nämlich den Joghurt dann da drauf. So. Und dann zeige ich euch, wie man das dann isst. So, Moment. Nimmt man nämlich dann das Jufka-Brot, dieses hier, dieses Fladenbrot. Und dann vermischen wir das immer. Das ist jetzt richtig anatolisch hier, was ich jetzt hier mache. Bismillahirrahman. Da macht man sich hier so eine Tasche. So. Und tut sich dann, ja, das Brot ist nicht ganz so ideal dafür. Und dann Bismillah. Das ist quasi mit der Tasche gegessen, ne? Also, das ist jetzt natürlich nicht ganz so gut wie das Brot aus Chorum, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Man macht sich halt so eine Tasche und dann nimmt man das als Löffelersatz. Oh, schmeckt richtig lecker. Naja. Frischen Salz. Ich lasse es mir dann mal schmecken. Und probiert das mal. Diesen Eintopf mit Knoblauchjoghurt schmeckt richtig lecker. Das kennen noch nicht mal alle Türken, also. Ich lasse es mir jetzt schmecken und ihr geht erstmal schlafen, hätte ich fast gesagt. Ich mache euch erstmal aus, aber wir sehen es doch mal. Sitzen wir nun wieder um 9:45 Uhr, immer um die gleiche Zeit. Ich gucke gerade Kusugonjala, das habe ich, Folge 13 habe ich noch nicht geguckt. Da bin ich dabei, gucke das im Internet gerade auf Fox TV und habe noch ein bisschen vor mir. Oh, das ist 5. Entschuldigung, es ist 9:55 Uhr, noch gar nicht 9:45 Uhr. Ja, abgewaschen habe ich auch noch nicht, das muss ich auch noch machen. Dafür habe ich eben gesehen, dass der Gärtner, glaube ich, die Hühner auseinander gemacht hat. Ich hatte ja auch schon vermutet, dass die sich kloppen. Obwohl das eigentlich, glaube ich, beides Mädchen sind. Keine Ahnung, ne? Jedenfalls haben die sich gekloppt vorhin schon. Also was heißt gekloppt? Jedenfalls hat die eine oder der eine, ich glaube, das sind Mädchen, Weibchen, dem das Essen nicht gegönnt oder ihr. Na, jetzt, glaube ich, hat der Gärtner sie getrennt. Keine Ahnung, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Müssen wir mal gucken. Also, ich weiß auch nicht. Das ist alles nicht so einfach mit den Hühnern, ne? Ich sag's euch. Oder er hat neue Hühner gebracht. Das müssen wir mal gucken morgen. Vielleicht hat er den Hahn gebracht. Wenn das zwei Hennen waren und er vielleicht den Hahn mitgebracht hat und der die Hennen wieder verkloppt hat, was sein kann, müssen wir mal gucken. Also ich bin gespannt. Morgen früh gehen wir doch mal, inshallah, sofort zu den Hühnern. Dann gehen wir noch mal gucken. Jetzt jedenfalls würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ich bin relativ geschafft. Ich habe es ja zum Glück überwunden, meine Kopfschmerzen, alhamdulillah, loszuwerden. Aber ich fühle mich weiterhin so ein bisschen schwächlich noch. Habe mir noch hier wieder Cremeschante und die Kuchencreme gemacht. Die habe ich auch schon intus. Also ich muss unbedingt aufhören, ne, mit diesen Süßigkeiten. Naja, jedenfalls, die Bohnengeschichte hat richtig lecker geschmeckt. Ich habe 2 Teller geschafft, ob ihr das glaubt oder nicht. Und ich habe auch nur noch ein Jufka-Brot übrig. Ich habe auch noch richtig viel Brot dazu gegessen. Es hat wirklich sehr lecker geschmeckt. Obwohl ich ja vorhin überhaupt gar keinen Hunger hatte, durch die Übelkeit bedingt, habe ich doch noch ganz gut gegessen. Und dann habe ich auch noch, wie gesagt, diese Süßigkeiten gegessen. Und jetzt werde ich noch mein Video schneiden. Sind schon alle drin, fehlt nur noch dieser Vlog, den ihr jetzt hier seht. Wie immer um diese Zeit schneide ich den, dann gucke ich nochmal Kusugonjala zu Ende, dann habe ich das schon mal durch. Ich glaube, der spielt noch so eine halbe Stunde, 45 Minuten würde ich mal schätzen. Und ja, dann ist der Tag wiederum. Morgen ist Freitag, ne? Allah is in the Rissa. Ja, morgen ist Freitag. Und damit ist die Woche wieder rum, ne? Ist nicht wahr.
letzte Woche um die Zeit haben wir gedacht, Mensch, Ramadan ist bald zu Ende. Und jetzt ist Ramadan zu Ende und jetzt ist schon wieder eine Woche rum. Also es ist wirklich wahr. Morgen ist der dritte Bayram-Tag, Allah isin wirsa. Und dann muss ich mal gucken, ob ich einen Tag da drauf anfange, wieder zu fasten. Oder eventuell schon am Samstag, Allah isin wirsa. Ich muss mal gucken. Ich glaube, also man darf nicht fasten am Bayram. Das ist eben das Ding. Und ich muss gucken, ob ich 3 Tage nicht fasten darf oder den vierten schon, ob ich 4 Tage nicht fasten darf. Ich bin da immer so ein bisschen, unstimmig. Sind nur 3 Tage bei dem oder 4 Tage? Ich glaube aber, ich kann am 4. Tag fasten, will da aber auch keine Unsicherheit eingehen. Also ich würde dann sonst am Sonntag beginnen, Allah ist in Wüste. Und ja, und da weiß ich auch nicht mehr, ob es noch 5 Tage oder 6 Tage waren. Ich habe 5 Tage im Kopf, aber letztens habe ich gehört 6 Tage. Alles kein Problem, aber müsste ich natürlich wissen. Insofern, meine Lieben, ich werde euch alles brühwarm erzählen morgen, inshallah. Und wir gehen als allererstes, inshallah, natürlich zu den Hühnern. Gucken mal, was da Sache ist. Ich könnte mir vorstellen, er hat den Hahn gebracht und der Hahn hat die Weiber da wieder verkloppt. Aber wir wissen es nicht, denn die beiden Mädchen haben sich da ja auch nicht gut vertragen. Ja, vorhin hat übrigens, habe ich das noch erzählt, meine Henne sich auf die Kampfhuhnhenne auf das Ding draufgesetzt, auf das Dach, und wusste jetzt nicht so recht, wo sie ihr Ei legen sollte. Na, sie war sehr unruhig. Sie hat sich dann außerhalb dieser schwarzen, dieser schwarzen Matte hingesetzt und hat versucht, das Ei zu legen. Das hat sie dann aber auch nicht wieder gemacht. Dann hatte ich auch keinen Bock mehr, die weiter zu beobachten. Sah kurzzeitig so aus, als wollte sie in die Büsche fliegen, also auf, ne, rüber fliegen, also von unserem Grundstück weg. Da hatte ich kurz Angst, keine Ahnung. Also ich habe auch wirklich Angst, dass ich die Hühnerrassen nicht vertragen, weil das sind ja Haushühner, die er jetzt geholt hat, und meine sind Kampfhühner. Und soweit ich gelesen habe, vertragen sich die Kampfhühner überhaupt nicht mit den normalen Hühnern. Und da müssen wir gucken, ne? Also wenn die sich zerhacken, da, aber der Garten ist ja nur auch groß genug. Ja, ist ja jetzt kein kleines Gehege oder so. Die werden das ja wohl hinkriegen, dass sie sich da ohne zu kloppen irgendwie zurechtfinden, oder? Warum verhauen die sich denn andauernd? Verstehe ich gar nicht. Na gut, müssen wir gucken, wie wir das alles hinkriegen. Inshallah klappt das alles ohne Probleme. Ich bin mal gespannt und würde sagen, wir sehen uns morgen inshallah wieder. Und schlaft gut, habt einen tollen Abend noch und bis bald. Tschüss.